Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In diesem Video heute möchte ich reden über die Lüge und die Angst, die Kombination von Lüge und Angst und das, was das psychologisch, was das in einem Menschen, in vielen Menschen vielleicht auslöst. Ich hatte mal wieder einen Film mir angeschaut. Es war ein australischer Film. Und in diesem gesamten Film, es war ein Thriller, und in diesem gesamten Film gab es vor allen Dingen eine Szene, die mich beeindruckt hat. Es ging da um drei Menschen, die umgebracht wurden, und ein Detektiv, der aus diesem Ort in the middle of nowhere am Ende der Welt kam und der zurückgekommen war, eigentlich nur zur Beerdigung, denn es handelte sich um seinen besten Jugendfreund. Und da er ein berühmter Detektiv, Kriminalbeamter war, wurde dann im Laufe des Films klar, dass er privat angefangen hatte zu recherchieren, wer derjenige war, der die Familie umgebracht hatte. Jeder dachte, es wäre der Vater selbst gewesen, der seine Frau und seinen Sohn dann umgebracht hatte, aber natürlich letztendlich war es ganz anders. In dem Film gab es eine Szene, die mich besonders beeindruckt hat. Und zwar ging es da um einen anderen jungen Mann, der mit seiner Großmutter zusammenlebte und der, als es um sein Alibi ging, gelogen hatte. Und später stellte der Detektiv aus der Großstadt raus, aus Melbourne, er bekam raus, dass das eine Lüge gewesen war. Und zwar hatte er gelogen, weil er schwul war und ein Verhältnis hatte mit dem Dorfarzt. Und das hatte er dann festgestellt und hat ihn dann zur Rede gestellt und hat gesagt: Mensch, was machst du eigentlich? Du hast ein Verhältnis mit dem Dorfarzt, du bist schwul, das ist doch sowas von egal. Und dafür gibst du ein falsches Alibi an, was dich zu einem der Hauptverdächtigen macht. Und der junge Mann hat ihn angeschaut, so er war so um die 30, schätze ich, und hat gesagt: Wenn du so lange und so viel lügst, wie ich es tue, wenn du so lange in dieser Lüge lebst, vor lauter Angst, dass jemand entdeckt, wer du wirklich bist, dann wird die Lüge zur Wahrheit. Dann wird die Lüge zu deiner zweiten Persönlichkeit. Wow! Es war eine wunderbare Szene, wo ich dann später darüber nachgedacht habe und habe gedacht, ja, wenn ich so daran gewohnt bin zu lügen, wenn ich so in der Lüge lebe, dann wird die Lüge irgendwann zu meiner zweiten Natur. Eine andere Situation: Diese Woche habe ich mich mit einer jungen Frau unterhalten und sie erzählte mir über ganz viele junge Männer, die oft auch in das Land hergekommen sind oder hier leben, vielleicht auch mit Migrationshintergrund. Und es scheint offensichtlich, also das ist der Eindruck dieser jungen Frau, sie hat mir die Situation geschildert, es scheint offensichtlich hip geworden zu sein, um jungen Frauen als Mann, vielleicht machen das die Frauen ja auch, aber ich habe die Geschichte jetzt aus der Sicht einer jungen Frau erzählt bekommen, da ist es scheinbar hip, seinen Lebenslauf ein bisschen zu beschönigen, ein bisschen anzugleichen, ein paar Dinge hinzuzufügen, die vielleicht nicht stimmen. Das kennen wir auch aus anderen Situationen. Aber hier in dieser Situation handelt es sich jetzt um junge Menschen, die sich zum Beispiel zu einem Date treffen und wo dann der junge Mann kommt und die Frau fragt, na, was machst du denn so, was studierst du was? Und ja, du studierst, aha. Und er sagt, ja, klar, ich habe auch schon 2 Semester in den USA studiert. Ich war mal an Princeton und da habe ich ein Auslandsjahr gemacht. Oder meine Familie, ja, klar, meine Mutter lebt in London und sie ist da verheiratet mit einem Superreichen. Und klar, meine Oma ist eigentlich... Es ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Frau in dem afrikanischen Dorf, wo ich herkomme. Ne, so diese kleinen, feinen, Lebenslauf-upgradenden, Lebenslauf-verbessernden Dinge. Und die junge Frau meinte dann, das ist inzwischen gang und gäbe.
Und sie hat sich da mit einer anderen Freundin darüber unterhalten, die meinte, nee, die Geschichten stimmen alle gar nicht. Das ist einfach nur eine Geschichte, um die Frauen ein bisschen, ja, eine Geschichte zu erzählen. Warum mache ich das? In der einen Geschichte, in der ersten, wurde dieser eine Mensch in dem Film hat das erzählt, weil er Angst davor hatte, entdeckt zu werden in diesem super konservativen Dorf in Australien. Jeder, der Australien kennt, weiß, dass in the middle of nowhere wirklich die aus echten Australier, nicht die Aboriginals, sondern diese echten hinzugezogenen ehemaligen Strafgefangenen, die Familie dieser Menschen, ne, die sich dann weiter fortgepflanzt haben, die sind super, super konservativ. Und schwul sein ist da nicht wirklich, bringt nicht wirklich ein sehr gutes Image. Jedenfalls, der hat es gemacht aus Angst davor, dass er ausgegrenzt wird aus der Dorfgemeinschaft. Und diese jungen Männer, die da auch diese Lügen benutzen, haben natürlich auch als Motivation ganz tief in ihrem Innern Angst. Angst, nicht anerkannt zu werden, nicht diese Frau gefallen zu können, ne? Nicht weil sie so sind, wie sie sind. Nein, sie glauben, dass es in der heutigen Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der sie dazugehören möchten, vielleicht so sein muss, dass sie eine andere Geschichte erzählen, dass sie sich ein bisschen intelligenter, reicher, schöner, was auch immer machen. Das, was ich nicht sehen kann, das, was dahinter stecken könnte. Und ne, das beeindruckt. Junge Frauen lassen sich natürlich, auch junge Männer übrigens, sehr gerne von einer super schönen Familiengeschichte beeindrucken. Und umgekehrt, wenn die Familiengeschichte nicht so toll ist, da kann die Frau noch so intelligent sein und noch so gut aussehend sein und noch so toll sein. Wenn die Gegend, in der sie wohnt oder er wohnt, nicht die beste ist, dann kann das schon mal dazu führen, dass der eine oder andere sagt, nee, das ist nichts für mich, die gehört nicht zu meinem, ja, zu meinem Umfeld, die ist nicht reich genug für mich oder was auch immer. Ich würde in so einem Fall sagen, liebe junge Menschen, lasst die Finger davon und seid froh, dass der oder diejenige euch nicht ausgewählt hat, denn das ist wirklich nicht die wirkliche Motivation. Wie komme ich hier in diesem Video auf diese Kombi Angst und Lüge? Weil natürlich, weil ich mit Hilfe von diesem Instrument, ich nenne es mal ein Instrument, tatsächlich dafür sorgen kann, dass ich Angst und Bange verbreite. Wir Menschen sind wirklich so gestrickt, dass wir sehr, sehr oft Angst vor dem Unbekannten haben. Und ich kann zwei Dinge tun. Ich kann das Unbekannte beschönigen, ja, was ich als Eltern vielleicht auch manchmal mache bei meinen Kindern. Deine Zukunft wird wunderbar. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Die Dinge, die wir nicht wissen, die kann ich natürlich beschönigen und ich kann auch das genaue Gegenteil tun. Ich kann auch dafür sorgen, dass Menschen Angst und Bange bekommen, Angst und Bange werden vor dem, was sie nicht kennen. Und ich kann auch da dann jonglieren. Jonglieren mit Informationen. Und irgendwann, irgendwann sind wir an dem Punkt, wie in dem Film. Es spielt keine Rolle, um welche Situation es sich handelt. Aber irgendwann bin ich dann an dem Punkt, wie in dem Film, dass es vollkommen egal ist, ob es die Lüge ist oder ob es die Wahrheit ist. Denn die Lüge ist zur Wahrheit geworden. Die Lüge ist zu meinem zweiten Jäckchen geworden, ist zu meinem zweiten Avatar geworden. Ja, und ich muss dann damit weiterleben. Klar, ich kann mir das auch alles gutreden und kann mir sagen, klar, ich weiß, es sind alles Lügen. Ich weiß auch, es ist nicht so, wie es wirklich ist. Und ich muss mich verstecken und ich muss dafür sorgen, dass die wirklichen Informationen nicht ans Licht kommen, damit ich gut dastehe. Irgendwann habe ich darüber auch kein schlechtes Gewissen mehr, weil es ist zu meiner zweiten Natur geworden. Und dann begebe ich mich natürlich wirklich auf Glatteis. Dann begebe ich mich auf wirkliches Glatteis. Denn dann lasse ich mich runterziehen. Dann lasse ich mich runterziehen von der Dunkelheit. Dann begebe ich mich in Richtung der Dunkelheit. Und dann bin ich auch wirklich Teil dieser Dunkelheit.
Es gibt nur eines, was mich retten kann, was mich wirklich retten kann vor meiner eigenen Angst. Und das ist wirklich das Vertrauen, das Wissen und die totale, wenn man will, so die totale Übergabe in das, was da ist, im großen Universum, die göttliche Kraft. Und jetzt werden einige sagen, das ist mir zu wenig, dafür habe ich zu viel Angst. Aber es ist meiner Meinung nach der einzige Weg.